Abend 2, das Jawort sich gegeben. Des Wählers Auftrag sich zum Ziel gemacht. Wollte bis auf ewig miteinander leben. Doch noch bevor der Winter kam, war schon zerrettet ihre Ehe. Die Angie müd, der Guido lahm. Ist es das Ende, was ich sehe? Oh nein, die Rettung ward erdacht. Eine I-Therapie gemacht. Gesagt, getan, sie fuhren los zum I-Therapeutenschloss. Doch auf dem Weg dorthin, die Nacht war schwarz, die Wolken schwer wie Blei. Verirrte sich das Paar und das war schlimm. Zur 12. Stund, da läuteten die zwei an Mephistos Höllenpforte und an diesem Orte. Seht selbst und lasst euch sagen, haben sich grauenvolle Dinge zugetragen. Also, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ich glaube, wir haben uns vertan. Ja, ja, wenn du schon mal den Wagen steuerst. Mit Steuern kennst du dich sowieso nicht aus. Wenn's nach dir ginge, hätten wir den Karren längst an die Wand gefahren. Los jetzt! Wir fragen die Sahneschnitte da. Die kann uns bestimmt weiterhelfen. Verzeihung, sind wir hier richtig in einem... Aber wie ich sehe, wir sind trotzdem in bester Gesellschaft. Der Meister feiert heute ein rauschendes Fest. Er würde sich freuen, wenn Sie teilnehmen könnten an diesem guten Treiben. Du, Angie? Ja? Du, der Christian ist auch da. Wer? Der Wulf. Wer? Der Christian Wulf. Wer Wulf? Hi, Folks! Guten Abend, Herr zu Guttenberg. Entschuldigung, Herr Dr. zu Guttenberg. Oder? Wie sieht's denn aus? Das ist ja voll der Lederlas. Ja, Leute, und nun die 500-Euro-Frage. Was haben der Verteidigungsminister und ein Rocker gemeinsam? Hä? Beide können's richtig krachen lassen. Hier, Guido, zieh mal. Homegrown. Beste Lage. Kunde, Südland. Das bin so ein Vater von so einem geklauten Tanklaster besorgt. Boah, so harte Afghaner. Tja, meine Damen und Herren, besser ein schwarzer Afghaner als eine rote Socke. We'll be right back.
Eine kurze Randbemerkung aus aktuellem Anlass. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass unser Herr Verteidigungsminister bestimmt auch einen guten Steuerberater abgegeben hätte. Bei dem, was der alles abgeschrieben hat. So, weiter im Text. Entpuppte sich. Hier steht es schwarz auf weiß zu lesen. Es war erschreckend fürchterlich. Der Weggefährten schauderhaftes Wesen. Der Guido und die Angela vernahmen es anfangs mit Entsetzen. Doch nach und nach, wie sonderbar, vermochten sie, sich daran zu ergrenzen. Am Treiben der illustren Gäste schauen. Auch unser Vizekanzler spürte flugs ein inneres Bestreben. Zwei Seelen schlugen ach in seiner Brust. Was nun geschah, das wird man hier zum Besten geben. Du, Angie, ich muss dir etwas sagen. Was? Ich bin anders als die anderen. Ich weiß, aber das ist ja nichts Neues. Ich meine ganz anders. Ich fühle mich so hin und hergerissen. Denn ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch nur das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Auch wenn ein Ja mir besser scheint, so ist denn alles, was man Sünde, Lust, Verwandlung nennt, mein eigentliches Element. How'd you do it? See you've met, man. Faithful hand in hand. He's just a little poor guy, nigga. When you knocked, he thought you were a candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man, but a lot of day. I'm not a whale of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Show you what I'm looking, play the same. You look like you both get grooving. Or if you want something visual, Transylvania. Why don't you stay a little late? Or maybe a bite out. I could
show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and tan, and he's good for a little now. Attention, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver in anticipation. But maybe the rain is not really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Das also war des Problems Kern. Nicht Mann, nicht Weib. Der Chaos macht mich lachen. Solch Possenreißer sieht man gern, wenn sie sich dann zum Narren machen. Und Angela, sie saß mit Genuss des Vizekanzlers wahre Wesenszüge. Vorbei der Zwietracht schmerzlicher Verdruss, getilgt des Argwohns Schmutzgelüge. Den Neidern aus den eigenen Reihen bot man die Freundschaft frank und frei. Selbst Ursula, die von der Leyen, war gut zu sprechen auf die zwei. Hallo, hallo, hallöle! Habt ihr zwei Hübschen? Was hat euch denn hier geschlagen? Ja, was? Sie was? So, so. Ich weiß Bescheid. Also reiner Zufall, gell? Ja. Und ihr wisst nicht, wo ihr seid? Nein. Nein. Aber ihr wollt wissen, wo ihr seid? Ja. Ihr seid? Ja. Ihr seid? Ja. Ihr seid? Ja. In der Ausschusssitzung zur Expropriation des fiskalischen Apparates des sozioökonomischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Klingt gut. Was bedeutet das? Wir hauen die Steuergelder auf den Kopf. Besser. Shampoos. Klingt besser. Party. Klingt fantastisch. Die Yeah.
absolute Zweisamkeit funktioniert. Das bleibt uns allen hier zu hoffen. Das Spiel ist aus, der Vorhang zu. Und viele Fragen offen. Hello. Könnte ich mir hier in Walluf nicht vorstellen. Aber es kann in Berlin ja nur noch besser werden. Wollen Sie denn nachlesen? Ich stelle Ihnen die Showboxe vor. Es spielen für uns Frauke und Raffi Leikamp. Thomas und Sandra Barth. Christine und Ralf Mittling. Stefan Rahn sowie Susanne Strang und Jörn Kleisfeld. Choreografie Sandra Barth. An der Musik Theresia Gülich. Texte Stefan Rahn. Den Showboxern ein dreifach donnerndes Hello! 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 Und ihr seid so gut gebaut, da habt ihr auch sicherlich noch eine Zugabe. Und machen Sie bitte alle mit. Thank you.